Ist der Höhepunkt der dritten Welle überwunden? Die jüngsten Werte machen Hoffnung darauf. Wie die Zahlenwerte in dieser Woche insgesamt aussahen, das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Und da blicken wir wie üblich zunächst einmal auf die bestätigten Fälle seit dem Beginn der Pandemie laut dem Robert-Koch-Institut. Und da sind wir an diesem Sonntag bei 3.416.822 Fällen angelangt. Damit haben wir einen Wochenanstieg von 129.404 Fällen vorliegen. Und wir können das ja schon sehen, wenn wir hier diesen Wert von dieser Woche mit dem der Vorwoche vergleichen. Nämlich können wir sehen, dass der Wert der Neuinfektionsfälle deutlich nach unten gegangen ist. In absoluten Zahlen sind das nämlich 15.752 Fälle weniger als in der Vorwoche. Man kann auch anders sagen, die Neuinfektionszahl in dieser Woche ist um 10,9% gesunken als eben im Vergleich zur Vorwoche. Damit haben wir hier auch einen ersten Indikator, der zeigt, dass der Höhepunkt der dritten Welle womöglich hinter uns liegt. Es spricht einiges dafür und ja, jetzt müssen wir auch abwarten natürlich, wie sich die Zahlenwerte vor allen Dingen in der nächsten Woche entwickeln werden, ob dieses Fallen der Zahlen auch ein langfristiger Trend ist oder ob das jetzt eben nur in dieser Woche mal ein Ausreißer nach unten war. Es wäre aber zu hoffen, dass tatsächlich der Höhepunkt der dritten Welle hinter uns liegt. Hier können wir jetzt die Tagesanstiege miteinander vergleichen. In dieser Woche hatten wir wieder an jedem einzelnen Tag einen mindestens fünfstelligen Anstieg und beziehungsweise wir hatten immer einen fünfstelligen Anstieg in dieser Woche. Und man sieht ein sehr ambivalentes Bild, nämlich am Montag und Dienstag lagen die Fallzahlen noch über den entsprechenden Werten der Vorwoche. Und danach, von Mittwoch bis zum heutigen Sonntag, war es so, dass die neu gemeldeten Neuinfektionszahlen doch klar unterhalb der entsprechenden Werte der Vorwoche lagen bzw. liegen. Und ja, man sieht das ja hier rechts ganz gut. Die größte Differenz zum Vorwochenwert hat sich hier am Donnerstag ergeben. Die 24.736 sind zwar der Spitzenwert auch in dieser Woche, also der Donnerstagswert ist wieder der Spitzenwert in dieser Woche, aber der liegt eben 4.782 Fälle unterhalb des Wertes der vergangenen Woche. Insgesamt, das habe ich ja schon gesagt, kommen wir also damit auf 129.404 Fälle in dieser Woche und damit auf 15.752 Fälle weniger als eben in der vergangenen Woche. Die 7-Tage-Fallzahl ist logischerweise damit auch gesunken. Die 7-Tage-Fallzahl gibt ja für jeden Tag hier in dieser Grafik an, wie viele Neuinfektionsfälle es innerhalb der letzten 7 Tage gegeben hat. Und ich habe hier den Wert von dem vergangenen Video eingetragen, also vom vergangenen Sonntag, das waren ja 145.156. Und dann sehen wir, ging es leicht nach oben. Klar, Montag und Dienstag, habt ihr ja eben gesehen, lagen ja die Tageswerte höher als eben am jeweils vergangenen Montag und Dienstag. Und dann ist aber hier diese 7-Tage-Fallzahlkurve doch deutlich nach unten gegangen. Und wir sind jetzt bei diesen 129.404 Fällen angelangt. Beziehungsweise bei einer 7-Tage-Fallzahl von 129.404 angelangt. Wenn wir nun auf die Zahl der aktiv Erkrankten blicken, dann können wir sehen, dass wir in dieser Woche 2.924 weniger aktiv Erkrankte haben als in der Vorwoche. Damit haben wir in dieser Woche, also an diesem Sonntag besser gesagt, 0,009% weniger aktiv Erkrankte als noch am Sonntag in der Vorwoche. Jetzt könnte man meinen, naja, also 0,009%, das ist ja nicht so viel. Das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite muss man aber bedenken, dass wir in der letzten Woche einen Anstieg von 24.806 Fällen registriert haben und da hat sich das ja jetzt total umgekehrt. Es gibt ja kein weiteres Ansteigen der Aktiverkrankten, sogar ein leichtes Sinken bzw. Absinken. Und insofern ist das schon eine große Veränderung im Vergleich zur Vorwoche. Und es ist davon auszugehen, wenn der Trend anhält, wie er sich in dieser Woche gezeigt hat, dass wir nächste Woche hier ein deutlich größeres Minus haben werden als nur diese 0,009%. Die Zahl der Aktiverkrankten, nur für diejenigen, die das nicht wissen sollten, die errechnet man, indem man die Gesamtfallzahl bis zu einem bestimmten Tag nimmt, dann davon die geschätzt Genesenen abzieht bis zu diesem Tag und dann die Todesfälle insgesamt bis zu diesem Tag abzieht. Für den heutigen 2. Mai würde das bedeuten oder bedeutet das, man nimmt die 3.416.822 Fälle, die es insgesamt gab, die nachgewiesen worden sind durch das Robert-Koch-Institut, dann zieht man die 3.024.600 geschätzt Genesenen ab und dann die 83.192 Todesfälle bis heute. Gehen wir jetzt weiter und blicken auf die einzelnen Bundesländer. Achtung, die Werte der 7-Tage-Inzidenz und der Fälle der letzten 7 Tage, die beziehen sich auf den gestrigen Samstag. Wenn wir zunächst auf die Reihenfolge schauen, dann sehen wir Thüringen nach wie vor auf dem ersten Rang. Ich habe allerdings gelesen, dass im Laufe dieser Woche Thüringen wohl auch mal zumindest für einen Tag nicht ganz vorne lag, vielleicht sogar auch länger, ich habe das tatsächlich nicht überprüft. Aber wie dem auch sei, also am gestrigen Samstag lag eben Thüringen auf dem ersten Rang vor Sachsen und Baden-Württemberg, also die drei hier vorne, das waren auch schon die drei Bundesländer vorne in der vergangenen Woche. Die 7-Tage-Inzidenz
Im Vergleich zum Samstag der Vorwoche hat sich in diesen drei Bundesländern wie folgt verändert. In Thüringen ging der Wert um 2 Punkte rauf, in Sachsen fiel er um 9 Punkte und in Baden-Württemberg sank er auch, und zwar um 4 Punkte. Wenn wir auf die besten Bundesländer blicken, dann sehen wir Schleswig-Holstein weiterhin auf dem besten Rang. Mit 61 ist der Wert auch um 15 Punkte niedriger als noch am 24. April. Hamburg ist jetzt das zweite Bundesland mit einem zweistelligen Wert. Da ist der Inzidenzwert um 15 gesunken innerhalb einer Woche. Und in Niedersachsen ist der Wert nah dran an der Zweistelligkeit. Der ist um 11 Punkte gesunken auf jetzt 102. Insgesamt, wenn wir die Werte von dieser Woche vergleichen mit denen der Vorwoche, dann stellen wir fest, dass in vielen Bundesländern der 7-Tage-Inzidenzwert gesunken ist. Nämlich in 13 Bundesländern ist das der Fall. Und in 11 dieser 13 Fällen war das Absinken der 7-Tage-Inzidenz sogar zweistellig oder liegt dieses Absinken im zweistelligen Bereich. Am stärksten gesunken ist die 7-Tage-Inzidenz in Bremen. Da ist der Wert um 34 gesunken im Vergleich zum 24. April. In Bayern, das dahinter liegt, ist der Wert um 26 Punkte gesunken. Und Nordrhein-Westfalen hat das drittgrößte Absinken gehabt mit einem Wert, der um 23 niedriger liegt als am 24. April. In drei Bundesländern ist die 7-Tage-Inzidenz angestiegen. Eines habe ich ja schon genannt, nämlich Thüringen. Da ging es um 2 Punkte nach oben. Genauso hoch ging es auch im Saarland, also +2. Und in Sachsen-Anhalt gab es den größten Anstieg im Vergleich zum Vorsamstag mit +3 Punkten. Aber da sieht man, diese Anstiege sind wirklich nur minimal und der generelle Trend in den meisten Bundesländern ist eben der, dass die 7-Tage-Inzidenz doch fällt, beziehungsweise der Trend vom letzten Samstag zu diesem Samstag war eben, dass die 7-Tage-Inzidenzen nach unten gehen, und zwar klar. So, gehen wir jetzt noch abschließend zu den Todesfällen über. Da sind wir jetzt bei 83.192 angelangt. Im Laufe dieser Woche sind 1.628 Todesfälle hinzugekommen. Das ist ein Wert, der ähnlich groß ist wie in der vergangenen Woche. Er liegt 0,01% niedriger als in der vergangenen Woche. Also es ist wirklich nur ein geringer Unterschied festzustellen im Vergleich zu der Gesamttodesfallzahl innerhalb der letzten Woche. Und es wird wohl auch mindestens jetzt noch 2 Wochen einen Wert geben, der ähnlich groß sein wird, denn die Todesfälle, die treten ja immer eigentlich zeitversetzt auf zu den, ja, zum Tag der Erkrankung. Also man stirbt ja nicht direkt, wenn man infiziert ist, sondern das dauert dann immer ein wenig. Und deswegen wird hier die Kurve im Gegensatz, sagen wir, zur Gesamtfallzahl zunächst einmal nicht absinken, oder es ist zumindest nicht davon auszugehen, dass die Kurve absinken wird in der nächsten und vielleicht auch noch in der übernächsten Woche. Erst danach kann und wird es wohl auch ein Absinken der Todesfallzahl geben. Damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt und damit setze ich jetzt auch einen Punkt am Ende von diesem Video.